Ja, und generell finde ich, ist Selbstdisziplin eigentlich auch eine gute Schule für einen selbst, denn man lernt sich kennen, man lernt sich seine Emotionen zu kontrollieren, aber auch so zu unterscheiden, ist das jetzt mein Bauchgefühl, ist das mein Kopf, der mich gerade von irgendwas abhält. Das heißt, ich unterscheide zwischen rationalem und emotionalem Denken. Ne? Meine emotionale Intelligenz wird eventuell etwas verbessert. Ja? Mein rationales Denken wird verbessert, weil ich lerne zu trennen. Ja? Und ich finde, es ist ein wichtiger Aspekt, den man auf jeden Fall mal verinnerlichen sollte. Und im Endeffekt ist Selbstdisziplin eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss, um seine Ziele zu erreichen. Man muss einfach manchmal die Dinge tun, die man eigentlich nicht tun möchte, um das zu erreichen, was eventuell andere nie erreichen werden.